Grüß Gott, einen Blumenstrauß, bitte. Ja, bitteschön. Ich habe etwas besonders Liebliches. Sehr schön. Danke. Wiederschauen. Wiedersehen. Ich muss dazu sagen, dass ich mein Privatleben und mein Berufsleben sehr streng trenne. Ich habe sehr wohl also einen Bekannten auch in der Arbeit, dem ich das erzählt habe, dass ich verliebt bin. Und der hat sich eigentlich sehr gefreut und das ist eigentlich überhaupt nicht jetzt so eine Sache, die ich an die große Glocke hänge. Meiner Mutter habe ich ihn noch nicht vorgestellt. Hallo, S-Bahnhof. Ja. Servus, ich habe da Blumen mitgebracht. Hast du schon lang gewartet, oder? Es hat noch nie einen Streit gegeben. Wir waren, und das muss ich dazu sagen, und da lasse ich mir auch gerne Zeit, wir haben nicht miteinander geschlafen bis jetzt. Und ich habe einfach bei ihm das Gefühl, dass er mich so akzeptiert, wie ich wirklich bin. Und das ist mir sehr, sehr wichtig und das finde ich sehr, sehr schön. Grüß euch Gott, ich bin's, die Vera Lischka. Ich hab Trainingspause und ich möchte sofort die Zeit nutzen, mit Ihnen gemeinsam ein bisschen schauen, wie wir uns auf den Urlaub vorbereiten können und ordentlich Koffer packen. Ich hab dazu meine beiden Gehilfen, was wir da helfen werden. Das ist der Behofer Richard und der Staller Florian. Die werden uns da ein bisschen zusammenhelfen. Alles wichtig ist, dass wir einen Koffer haben, wo wir die Sachen reingeben. Habt ihr mal? Sozusagen einen Behälterkoffer oder habt ihr was man immer will. Was ist im Urlaub, wenn man sozusagen Boden fährt, wenn es schön ist, bleibt man gleich so wie ich. Was ich tagtäglich mache, mein Training, kann man sich in die Sonne legen oder schwimmen gehen. Was ist, wenn das Wetter nicht so schön ist, braucht man einen Schutz, einen Regenschutz, weil sonst wird man nass und verkühlt sich. Da haben wir zwei mit für beide Burschen. Richard, was machst du? Einen roten? Nimmst den roten und der Florian nimmt den blauen. Ich habe jetzt aber keinen Rucksack. Ja, das tut es gemeinsam, das fährt ja gemeinsam weg. Ja? Dann, wenn man sich verletzt, ist ganz wichtig, wenn man sich wehtut oder so. Natürlich ist nicht gesagt, dass man einen Unfall hat, aber wenn man hat, ganz wichtig, ein Verbandszeug, das tun wir auch rein. Und Hygiene ist auch wichtig, die Zähne gegen Mundgeruch, hat man eine Zahnbürste mit. Ja, jetzt macht es mir den Kopf ordentlich zu, das ist gut, wenn man da zusammenhilft. Das ist ein Rucksack. Ja, genau. Ich kann ihn halten inzwischen. Da sind einer hält. Und wir schauen uns inzwischen an, was wir mit den zwei Burschen vorbereitet haben, den Vergleich, wann man gut vorbereitet ist und wann man nicht gut vorbereitet ist, was das Kofferbocken betrifft im Urlaub.
meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben gut den Kopf verbockt, der Florian und ich. Und dann sage ich nur mehr einen schönen Urlaub. Wir fahren gleich weg. Gute Fahrt, Ihre Vera Lischka.